Ein Tresorschrank des Fußballmuseums in Dortmund. Hier liegt, behütet wie ein Geheimnis, die berühmteste Mütze der Fußballnation Deutschland. Getragen von dem immer noch erfolgreichsten Bundestrainer des DFB. Du warst ein General mit Herz, ein Freund zugleich und Boss. Du wusstest Rat und manchen Trick und rittest nie das hohe Ross. Aber nicht die Bilder als Welt- und Europameister haben ihn geprägt. Er ist der Mann mit der Mütze geblieben. Am 15. September wäre er 100 Jahre alt geworden. Einige wenige wissen noch, wer er wirklich war. Helmut Schön hat wahnsinnig viel für den deutschen Fußball getan und ich habe die größte Achtung vor ihm. Spurensuche. Klaus Sturm hat Helmut Schön fast 30 Jahre mit der Kamera beobachtet. Als Sportfotograf in allen Lebenslagen, ob privat oder bei seinen großen Erfolgen, Sturm hat alle Motive heute noch zur Hand. Sortiert nach Datum auf Karteikarten, über 60 Stück beidseits beschrieben, geben die negative Aufschluss über das bewegte Trainersein Helmut Schöns. Schön war zu uns sehr nett. Einmal gab es eine Begebenheit mit einem Kollegen, der eine ganze Halbzeit ihn nur fotografierte, nicht das Spiel. Und das hat ihn geärgert und hat ein bisschen versucht, mit Sand den Kollegen wegzuscheuchen.1964 feiert Schön als neuer Bundestrainer Premiere. Vom Nationalspieler zum Bundestrainer. Hier gilt nun Helmut Schöns Wort. Aufmerksam, sensibel, skeptisch. Schön ist jetzt der Chef. Berufen, aber auch argwöhnisch betrachtet von Sepp Herberger, seinem Vorgänger, dem Macher des WM-Wunders von Bern. Nach dessen 28 Amtsjahren war nun Zeit für ein neues Gesicht. Helmut Schön war natürlich jünger, er hatte eine ganz andere Art und er war auf seine Art auch manchmal sehr lustig und sehr witzig. Also. Und was haben Sie sich gestern gedacht, als das zweite Tor für Deutschland fiel? Ich habe mir gedacht, es wäre ganz schön, wenn noch das dritte käme. Doch nach Spaß ist Schön nicht zumute. Im Gegenteil. Im September 65 steht das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden auf dem Programm. Und Schön droht der Ausfall seines besten Mannes. Kapitän Uwe Seeler liegt mit Achillessehnenriss im Krankenhaus. Damals eigentlich das Karriereaus. Doch Schön legt sich fest. Seeler soll spielen und greift deshalb zum Telefon. Ja, sagt er, trauen Sie sich dann zu, das Länderspiel in Schweden zu spielen? Und da habe ich gesagt, Schön, ich glaube, ich kann das wagen, das kann ich mir zutrauen. Und da hat er gleich gesagt, ja, dann spielen Sie auch. Und weil man ja immer gesagt hat, er ist so vorsichtig und Zauderer, da muss ich sagen, da wäre mir fast das Telefon aus der Hand gefallen. Weil das habe ich nun nicht erwartet. Schöns Plan geht auf. In Stockholm dreht seine Elf einen 0:1 Rückstand in einen 2:1 Sieg. Die Nummer ab. Und Tor! 1:1. Das ist aber gut noch. Uwe Seelers Achillessehne hält, auch bei der entscheidenden Szene. Ja, 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 Seeler, Tor! Seeler persönlich sorgt für den Siegtreffer und dafür, dass sein Trainer für einen Abend zur Ruhe kommt. Als wir gewonnen hatten, qualifiziert waren für England, kam er in der Kabine und sagt, Uwe, heute trinken wir einen Whisky. Ich sage, Schön, ich trinke keinen Schnaps. Heute trinken wir einen Whisky, du und ich. Da habe ich ihn angeguckt, ich sage, gut, dann trinken wir heute Abend Whisky. Und ich habe ja auch einen Schluck mitgemacht. Allerdings, ich glaube, er war an dem Abend etwas lustiger als ich. Nächster Eintrag, die Weltmeisterschaft. Helmut Schöns erstes großes Turnier als Cheftrainer. Zwei Jahre ist er mittlerweile für das Nationalteam allein verantwortlich. Aber von Entspannung keine Spur. Je näher jedes Spiel rückt, desto unruhiger wird der Kopf der Mannschaft. Oh ja, das war nervös. Da hat sie immer vor dem Spiel, sagt der Trainer doch immer so Worte, bevor du rausgehst oder du machst einen Kreis oder irgendwas.
Und dann, wenn der Schritt schon, der pfeift im Gang draußen immer mit seiner Pfeife, dass du losgeht, dass du rauskommst. Und auf einmal, wo ist denn der schön? Das ist öfters passiert, dass man dann am Klo draußen, da war noch am Klo verlaut, dann ja, Nervosität hat, dann aufs Klo müssen. Dabei verläuft das Turnier wie im Traum. Deutschland stürmt ins Finale mit dem jungen Beckenbauer als WM-Debütanten an der Spitze. Beckenbauer! Schön vertraut dem damals erst 20-Jährigen sofort, hatte ihn ein Jahr zuvor schon zum Nationalspieler gemacht und sich dabei, wie so oft, Rat von höchster Stelle geholt. Ja, sag doch, was machen wir mit Franz Beckenbauer? Ja, weil er nun jung war, Franz, das war ja sein erstes. Ich sag, das Besseren haben wir doch überhaupt nicht. Ja, dann spielt er auch. 30. Juli 1966, Wembley. Die ganze Welt wird Zeuge eines atemberaubenden Endspiels zwischen England und Deutschland. Schöns Männer erzwingen in letzter Sekunde die Verlängerung. In der 112. Minute wird es entschieden durch das berühmteste Nicht-Tor der Fußballhistorie. Schöns Team bringt es auf die Verliererstraße, aber am Ende bejubeln alle im Stadion nicht nur den Sieger, auch den tieftraurigen Zweiten. Das Positivste, an das ich mich erinnere, war, dass die deutsche Mannschaft diese krasse Fehlentscheidung total gelassen hingenommen hat. Die deutsche Mannschaft hat sich da sehr anständig verhalten. Das war natürlich auch der Einfluss des anständigen Kerls Helmut Schön. Der Empfang gleicht dem eines Weltmeisters. Zehntausende stehen nicht nur in Frankfurt auf den Straßen. Aber nicht alle jubeln dem DFB-Coach zu. Denn mitten im Mannschaftsbus hat er Neider, die nur allzu gerne hinter seinem Rücken insistieren. Es sind seine Co-Trainer Detmar Kramer, hier links im Bild, und Udo Lattek. Ein Blick ins DFB-Archiv gibt darüber Aufschluss. Hier lagert der Großteil des Schön-Nachlasses und auch die kleinen Spitzen aus der großen, weiten Fußballwelt. So schreibt zum Beispiel Detmar Kramer persönlich an Schöns Vorgänger Herberger, Zitat: Der Erfolg in England 1966 war Ihr Erfolg, das wissen Sie am allerbesten. Die Misserfolge nach 1966 sind seine Misserfolge. Und Udo Lattek buhlt beim DFB-Präsidium ganz offensiv um Schöns Posten. Zitat: Der Wunsch Latteks, eine Entscheidung über die Nachfolge von Schön zu seinen Gunsten zu treffen, wird geprüft werden. Zumal Helmut Schön nach der Vize-Weltmeisterschaft seinen Assistenztrainern reichlich Munition bietet. Das Länderspiel gegen Albanien 1967. Ein eher unscheinbarer Termin führt zum Fiasko in der EM-Qualifikation. Das Stadion in der Hauptstadt Tirana im Dezember. Helmut Schön macht gute Miene zu den schlechten Platzverhältnissen. Doch dann blamieren sich seine Vize-Weltmeister in der Fußballprovinz, kommen über Ballgestochere und ein peinliches 0:0 nicht hinaus. Freudentumulte auf der einen Seite, ein bitterer Abgang auf der anderen. Das Aus für die Europameisterschaft und am schlimmsten, das alles kurz vor Weihnachten. Das war vielleicht die schwierigste Situation, die Helmut Schön zu überstehen hatte. Der flüchtet sich in Schönreden. Wenn wir das einzig Positive aus dem heutigen Tag ziehen können, dann die Tatsache zu erwähnen zu können, dass wir nun mit aller Intensität an die Vorbereitung für die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft herangehen werden. Doch das lassen seine Kritiker nicht durchgehen. Erstmals nutzen sie die Gelegenheit und wagen sich aus der Reserve. Und der Schön, der Dinger, der empfindet jede Kritik als persönlichen Angriff. Aber ich sag's Ihnen jetzt, der Schön ist eine Lötfeile in kosmischen Ausmaßen. Kein Tor, außer Eigentor. Schön und die Journalisten, ein eigenes Kapitel. Er hat seine Hausjournalisten hat er schon gehabt. Doch, die hat er schon gehabt. Die durften alles. Aber die anderen, die er mal angeschwärzt haben, oder die...
ihn einmal so arg kritisiert haben, die hat er nicht mehr angeschaut. Der war sauer. Ihr konnte er niemals böse sein. Doris Kaufmann war über 30 Jahre Schöns Privatsekretärin. Er hat immer gesagt, wenn Sie kommen, dann geht's mir wieder besser. Das war so sein Spruch, ja. Doris Kaufmann war oft erste Ansprechpartnerin nach den Länderspielreisen, in guten wie in schlechten Zeiten. 1967, nach dem Albanien-Spiel, war an einen Weltmeistertrainer mit Namen Helmut Schön nicht im geringsten zu denken. Im Gegenteil. Ich glaube, da hat er schon mit sich zu kämpfen gehabt. Soll ich noch oder soll ich nicht? Und dann hieß es auch, lass mal den Merkel ran. Also das war für ihn schon sehr schlimm, das stimmt, ja. Da hat er, ach, dann gehen wir jetzt mal ins Theater. Der ist ja sehr gern ins Theater gegangen und hat sich da so ein bisschen abgelenkt. Er war ein Mensch, der überhaupt nicht in der damaligen Zeit zu dem Geschäft gepasst hat. Eigentlich hätte ich ihn mir immer als Maler, als Künstler vorgestellt. Die Flucht ins Privat- und Kulturleben abseits des Fußballs teilt er mit Frau Anneliese. Sohn Stefan aber verschließt sich dem Rummel um seinen Vater vollends. Herr Schön, haben Sie die gleichen fußballerischen Fähigkeiten und Interessen Ihres Herrn Vaters übernommen? Ja, das Interesse liegt wohl vor, aber ich beschäftige mich in erster Linie mit der Leichtathletik. Ich habe festgestellt, dass wir mit einem Fußballer in der Familie genug haben. Ja. Nur selten durfte ein Fotograf das häusliche Leben in Wiesbaden ablichten. Er war auch eitel. Also er wollte schon gut aussehen. Er hat schon darauf geachtet, dass er das und das anhat. Ich fand ihn sehr locker und sehr freundlich. Hatte er Stil? Ja, kann man sagen. Konservativ, aber elegant. Nach dem Albanien-Tiefpunkt darf Schön weitermachen. Mit einem 5-Jahres-Vertrag in der Tasche halten er und seine DFB-Truppe Einzug bei der WM in Mexiko. Nun glänzt er wieder als Stratege und hält den nächsten Coup schon in der Tasche. Er überredet Uwe Seeler nach dessen Rücktritt zum Comeback. Obwohl ich im Grunde ihm auch gesagt habe, wenn ich einmal Schluss mache, ist bei mir an und Schluss. Nur in diesem Falle hat mich das noch mal gereizt. Wusste allerdings, welches Risiko ich auch eingehe. Seeler ist mittlerweile 34 Jahre alt und soll eine Sonderrolle Schöns bekommen. Dessen Plan? Mit dem gleichen, aber jüngeren Spielertypen Gerd Müller ein Pärchen bilden. Zwei Mittelstürmer auf dem Platz, ein Wagnis. Und das bei 45 Grad, ohne Schatten. Und das Schlimme ist in der Höhe, dass das alles gleich schnell austrocknet und dass man immer Speichel bilden muss während des Laufens. Alt und Jung verstehen sich prächtig. Beide sind Deutschlands Torgaranten, stehen sich in der Sturmmitte nicht im Weg, sondern ergänzen sich phänomenal. Helmut Schöns Taktik geht auf und findet im Viertelfinale bei der WM-Revanche gegen England ihren Höhepunkt. Seelers Hinterkopftor bringt die Verlängerung und der spätere WM-Torschützenkönig Müller erzielt den Siegtreffer. Im Halbfinale gegen Italien reichen Müllers Tore zwar nicht mehr, aber die 3:4 Niederlage geht als sogenanntes Jahrhundertspiel in die WM-Geschichte ein. Mit dem Seeler-Müller-Sturm wird Schön am Ende WM-Dritter. Doch nicht immer gelingen Schön diese Pärchenbildungen. Oft sind sie geboren aus der Qual der Wahl. Wie einmal die in der Torhüterfrage. In der Abschlussbesprechung sagt er im Tor Meier oder Wolter. Dann Verteidigung der oder alle Einzelne genannt. Sagt er immer im Tor Meier oder Wolter. Dann sage ich, sicher schön. Ja, wer spielt jetzt? Meier oder Wolter? Das entscheide ich. Wer spielt jetzt Meier oder Wolter? Dann sage ich, sicher Meier. Wenn er das nicht passt, dann spielt er Wolter.
Dann habe ich gesagt, ja, sicher schön, jetzt wissen wir, wer spielt. Dann habe ich zu ihm gesagt, außerdem haben sie schon seit 15 Jahren gekommen und sie haben noch nie sie zu mir gesagt. Aber ich sage, immer du. Hat er so gemacht. Es war sicherlich in einigen Fällen seine Schwäche, keine Entscheidung treffen zu wollen. Er war immer in einer fürchterlichen Lage und hatte tagelang Probleme im Trainingslager, wenn er wusste, er hätte 14, 15, 16 Spieler, die fit sind und die eigentlich alle spielen müssten. Das hat ihn krank gemacht. Wem muss ich wehtun? Und ich will aber niemandem wehtun. In Mexiko läuft alles unbeschwert. Im Turnier präsentieren Team und Trainer sich als Einheit. Zu uns Spieler war er, habe ich schon gesagt, wie ein Vater. Und wir sind uns immer vorgekommen, als wenn wir seine Söhne wären. Schön wirkt befreit und ausgelassen. Auch weil der Übervater, sein alter Lehrmeister, dieses Mal weit weg ist. Sepp Herberger ist nicht in Mexiko. Der weise Alte des Fußballs, wie seit Jahrzehnten gewohnt, noch immer am liebsten im DFB-Trainingsanzug, erlebt die Fußballweltmeisterschaft in seinem Heim an der Bergstraße. Leicht fiel dem Altbundestrainer dieser Entschluss jedoch nicht. Man hört jetzt immer so viel von der Mitbestimmung in der Nationalmannschaft. Begrüßen Sie die? Nee, auf keinen Fall. Herberger und Schön. Zeitlebens eine besondere Beziehung. Herberger macht als Reichstrainer vor dem Krieg den Dresdner Vereinskicker Schön 1937 zum Nationalspieler. Dieser erzielt in 16 Länderspielen immerhin 17 Tore. Nach dem Krieg bleibt Herberger sein größter Förderer, verschafft ihm die ersten Trainerjobs im Westen, macht ihn zu seinem Assistenten und dann zum Nachfolger. In Gegenwart Herbergers aber bleibt der lange Schön immer der Kleine. Ich kann verstehen, dass der Helmut Schön, der ja eine sehr sensible Natur ist, wenn ich da mit dabei bin, dass er dann irgendwie sich eingeschränkt und eingeengt fühlt, trotzdem er dazu bestimmt keinen Grund gehabt hätte. Ich meine im Gegenteil, dass ich ihnen vielleicht in dieser oder jener Situation hilfreiche Dienste hätte leisten können. Ein Aufbegehren Schöns gegen die Allmacht Herbergers hat es nie gegeben. Dafür standen sich auch die Ehepaare viel zu nahe. Liebe Frau Ew, ich habe Ihren lieben Mann in meinem Leben immer so gefunden und so geschätzt, wie er es verdient hat. Er war ein väterlicher Freund. Und ich verdanke ihm von ganzem Herzen, dass er mir die Möglichkeit einer guten Karriere gegeben hat. Ich fühle mich auch heute noch als sein Schüler und ich hätte ihm gern am heutigen Tage meinen Dank ausgesprochen. Rückkehr vom WM-Turnier 1970 in Mexiko. Die Menschen rufen Helmuts Namen. Doch die große Bühne behagt ihm nicht. Er schiebt lieber seinen Kapitän ans Mikrofon. Wir haben einen kleinen Empfang erwartet, aber was Sie uns hier bieten, ist einmalig und wird für uns ein einmaliges Erlebnis bleiben. Auf der einen Seite war es ja die Öffentlichkeit, die er eigentlich nicht so gemocht hat, aber wiederum vielleicht doch gemocht hat. Ja, das war so ein, würde ich schon sagen. Ja, wenn er sie nicht hatte, die Öffentlichkeit, dann war er schon ein bisschen traurig. Also ich glaube schon, er hat es genossen. Wir hatten Ordner, Helmut Schön mit Prominenten, also mit Filmschauspielern, mit Sportlern, mit so. Das war unwahrscheinlich, also tolle Fotos. Und dann hat er wieder gesagt, gucken Sie mal, da bin ich mit, ich weiß jetzt nicht mit wem, mit Heidi Brühl oder mit wem. Auch bei der Suche nach Fußballmotiven Anfang der 70er steigt die Anzahl der Hochkaräter. Die Europameisterschaft 1972 wird ein Meilenstein in der Ära Schön. Also für mich war er ein guter Trainer. Er hatte auch das Glück, dass er natürlich gute Spieler hatte. Das war damals schon eine tolle Mannschaft. Die Spieler haben auch gerne für ihn gespielt, habe ich den Eindruck. Schön mischt nun junge Spieler zu den Arrivierten und formt eine unschlagbare Mischung.
Wembley 1972, das Viertelfinale. Noch nie hat eine deutsche Mannschaft in England gewonnen. Am 29. April ist es soweit. Günter Netzer zaubert. Und Uli Hoeneß schießt in seinem erst zweiten Länderspiel das deutsche Team in Führung. Seine Stärke war, zu erkennen, in dem Moment, wo ich diese großen Spieler hochhalte, sie pflege, sie respektiere als diejenigen, die auch für meinen, sprich Helmut Schöns Erfolg verantwortlich sind. Und wenn ich zum Beispiel die jungen Wilden, Uli, Rainer Bonhoff, mich, wenn ich mich an deren Seite stelle und sage, ich habe volles Vertrauen in euch und ihr seid auch schon in der Lage, immer wieder auch das eine oder andere Spiel zu entscheiden, wenn es hier und dort irgendwie nicht so läuft, dann ist es die Stärke, die viele, viele, viele Trainer auch heute noch nicht haben. Für die Engländer ist es ein rabenschwarzer Tag. Für die Fußballfachwelt eine Sensation. 3:1 gewinnt Deutschland im Wembley-Stadion. Vor allem die offensiv-dynamische Spielweise macht das Ensemble von Helmut Schön von nun an zum Turnierfavoriten. Und im Finale hat auch die Mannschaft der damaligen UdSSR keine Chance. Das Endspielstadion in Brüssel versinkt im schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer nach dem 3:0-Sieg. Und mittendrin der Mann mit der Mütze und seine Helden. Die Nationalmannschaft war damals eine eingeschworene Einheit. Er hat immer auf die Spieler gesetzt. Das waren ungefähr so 8 bis 10 Spieler. Das war der Stamm von der Nationalmannschaft. Auch wenn die mal schlecht gespielt haben in der Bundesliga. Helmut Schön hat immer zu den Spielern gehalten und hat sie immer wieder eingeladen und hat sie auch dann spielen lassen. Der Pokal nach dem Triumph, für Schön eher eine Nebensache. Zum Siegerfoto muss er fast genötigt werden. Jubel war er eher verhalten. Heute machen die ganz andere Sprünge. Er hat sich gefreut, aber er ist nie so riesig aufgesprungen. Und so. Also er hielt sich so ein bisschen zurück dann. Das ist so sein Naturell wahrscheinlich. Ne? Bei der anschließenden WM im eigenen Land erwartet nun jeder den Titel. Den aber wollen sich Schöns Spieler nun teuer bezahlen lassen. Die spielerische Harmonie auf dem Platz gerät zur Nebensache. Schön hat es nicht mehr nur mit 11 oder mehr Fußballern zu tun, sondern mit knallharten Einzelinteressen, bei denen selbst der Lange unterzugehen droht. Aus seinen neuen und alten Stars sind längst Markennamen geworden. Es geht um 70.000 D-Mark für jeden Spieler im sogenannten WM-Prämienstreit. Für Schön aber geht es weiter zuallererst um die Ehre. Er droht abzureisen und hätte selbst das dem DFB noch nicht mal in Rechnung gestellt. Er war schon sehr viel unterwegs, hatte dann auch ein, kann ich nur mal erwähnen, ein, das heißt Fahrtenbuch vom DFB, wo er überall war. Wenn der Monat zu Ende war, habe ich gesagt, haben Sie jetzt Ihre Reisekostenabrechnung oder Ihre... Ach nö, habe ich gar nicht gemacht. Ach ja, schreibe ich mal da was hin. Das war dem alles so egal, der hat da noch draufgelegt, ja. So war er. Schön und Mannschaft bleiben zusammen und sehen der nächsten großen Hürde entgegen. Das WM-Gruppenspiel gegen die ehemalige DDR. Das Prestigeduell der WM und für Schön eine ganz besondere Begegnung, nämlich die mit seiner eigenen Vergangenheit. Schön lebt 35 Jahre lang von Geburt an in Dresden, ist durch Schule, Ausbildung und Sport tief verwurzelt mit der Stadt. Der war Sohn eines Kunsthändlers aus Dresden. Hat lange mit sich gerungen, ob er nicht lieber Medizin studieren wollte und hat sich dann aber für den Fußball entschieden, weil er ja ein Riesenfußballer war. Auch körperlich. 1,93 Meter groß und Stürmer für den Dresdner SC, für den er schon mit 16 in der ersten Mannschaft spielt. 1942 und 1943 holt er die Viktoria nach Dresden.
die Trophäe für die deutsche Meisterschaft. Der Name Schön wird dort zum Begriff. Fliehen muss er trotzdem, raus aus der Ostzone nach dem Krieg mit Frau und Kind und seinem Team. Die Mannschaft des berühmten Dresdner Sportclubs flüchtete geschlossen aus der Ostzone nach West-Berlin. Wir wollen hier frei und ungehemmt unserem Lieblingssport huldigen und freuen uns, wenn wir recht bald wieder mit Erfolgen aufwarten können. Doch aus dem Spieler wird alters- und verletzungsbedingt ein Trainer. Erste Station ist die Hertha aus Berlin. Dann geht Schön nach Wiesbaden. Wird 1952 erstmals Nationaltrainer im Saarland. Muss sogar gegen Herbergers DFB-Elf in der WM-Qualifikation antreten und verliert. Und jetzt die bis dahin vielleicht größte Herausforderung als Bundestrainer. Er muss ein Spiel gewinnen, das keinen anderen Sieger haben darf. Alleine um diesen Menschen zu einem Gefallen zu tun, spielt heute mal für mich. Ich vergesse den Blick nie. Ja, das haben wir auch getan. Doch es kommt anders. Baumeister und Tor! Jürgen Baumeister aus Magdeburg. Das 0:1 in Hamburg ist Schöns persönlichste Niederlage. So einen Mensch habe ich noch nie gesehen, wie er geschlagen war. Und er hat auch 2-3 Tage kaum mit uns gesprochen, kaum trainiert, ist nur hin und her gegangen, hat überlegt, was kann er machen. In der Nacht, unmittelbar nach dem Spiel, unternimmt er instinktiv das Richtige. Nämlich nichts. Dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir mal selber. Jetzt reden wir mal selber Tacheles. Ich glaube, 5-6 Uhr früh ist geworden, bei viel Wein und Bier. Er hat uns gewähren lassen, was wir wollten. Und das finde ich richtig. Ein anderer Trainer sagt nichts, er geht jetzt ins Bett und fertig. Schluss ist jetzt mit der Feierei. Aber er hat gesagt, lass mal machen, die Jungs. Er ist dann ins Bett gegangen und fertig. Und wir sind aufgeblieben. Am nächsten Tag sucht Schön wie so oft die Nähe zu seinem Kapitän Franz Beckenbauer. Ein offener und ehrlicher Meinungsaustausch auf Augenhöhe. Aber am Ende bleibt auch der Kaiser immer untertan. Wir haben ja fast täglich miteinander gesprochen. Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Und ich habe ihm auch damals gesagt, Herr Schön, so fahren wir sehr schnell nach Hause. Und er war auch der gleichen Meinung, aber man gehört auch ein bisschen Mut dazu, plötzlich diese Veränderung in diese Mannschaft dann hineinzuführen. Und dann habe ich meine Meinung gesagt. Und das war halt, das wurde mir dann später zugerechnet, aber die Verantwortung hatte Helmut Schön. Schön entschließt sich zu entscheidenden Spielerwechseln, gibt dem Team dadurch neue Impulse, die die Elf zum Titel führen. Juli 1974. Im Münchner Olympiastadion werden die Holländer im Endspiel 2:1 geschlagen. Team und Trainer sind im Olymp des Fußballs angekommen. Weltmeister. Und irgendwann nach der 5. Ehrenrunde sind wir uns begegnet. Und er stand dann vor mir und hat gesagt, warum du? Und er hat darauf angesprochen, dass er von mir wissen wollte, warum ich den Elfmeter geschossen hatte. Eine Entscheidung hatte Schön nämlich nicht getroffen, einen Elfmeterschützen zu bestimmen. Eigentlich undenkbar vor einem WM-Finale. Doch an diesem Tag steht Schön das Glück zur Seite. Siegerehrung ohne Mütze. Der Mann mit der Mütze, die habe ich ihm einmal verzogen, das weiß ich noch. Da hat er andauernd seine Mütze, hat er gesucht. Mensch, wo ist denn meine Mütze? Und ich war so neben ihm, da habe ich das herausgetan. So habe ich es von der Tasche, er war da gesessen, so herausgetan. Nun, da ist sie ja, die Mütze, hat er dann gesagt. Ich hab nicht gesagt, dass ich sie ihm gestohlen habe, sondern, Herr Schön, die haben sie vergessen, ich habe sie mitgenommen. Da war er so dankbar, war er da. War wieder 5 Länderspiele, war wieder frei für mich. Bei der Überreichung des großen Verdienstkreuzes am Bande durch Bundespräsident Scheel hat er sie natürlich freiwillig abgesetzt. Aber sonst bestimmt die Mütze sein Vermächtnis. Auch seine Büste, eine dezente Aufwartung seines Wohnorts Wiesbaden, gleich neben dem nach ihm benannten Sportpark. Trainer der deutschen Nationalmannschaft gewesen, Helmut Schön. 54, oder? 54 Weltmeisterschaft. Hat er irgendwas gewonnen? Naja, wie er ja schon sagt, 54 in Bern war das dann gewesen. Das Wunder von Bern kennen wir alle. Das war der Herberger. Oh, okay, dann. Ja. Wenn ich
so sehe, wie die 54er logischerweise hochgejubelt werden nach wie vor und wie gerade auch beim DFB versucht wird, immer wieder die 90er, warum auch immer, in den Vordergrund zu stellen, dann erlebe ich seit Jahrzehnten, dass ich so das Gefühl habe, hey, ich muss mich doch fragen, haben wir eigentlich 74 die WM gewonnen oder nicht? Und tatsächlich, beim DFB finden wir dazu nur einen unscheinbaren Tagungsraum. Keinen schönen 74er-Glamour, aber dafür einen prominenten Zeitzeugen. So, hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Dieser Schnappschuss beweist es. Wolfgang Niersbach als junger Journalist neben Helmut Schön. Ich bin ihm damals ja mit einem ungeheuren Respekt begegnet. Ich war der junge Dachs, er war der erfolgreiche Bundestrainer. Da gab es auch ein Telefonat, wo Schön geredet hat und ich habe am Telefon immer gesagt, ja, ist klar, ist klar, ist klar. Auf einmal war Pause am Telefon, sagte, ja, wenn das alles klar ist, warum rufen Sie mich denn überhaupt an? Also das war so einer meiner ersten Erlebnisse. Niersbachs Berufsanfänge fallen in die Zeit nach Schöns WM-Triumph. Es gilt jetzt, andere, neue Spieler zu integrieren. Einige Stützen seines Teams treten zurück. Der Kreis der Eingeschworenen wird kleiner, die Sorgen größer. Und dennoch, Schön schafft es 1976 wieder in ein Finale bei der Europameisterschaft in Belgrad. Doch jetzt zählen die Kritiker nur noch die vergebenen Chancen, wie nach dem entscheidenden Elfmeter von Uli Hoeneß. Statt des Vize-Europameisters steht jetzt der Verlierer in den Schlagzeilen. Der damalige Fußballchef des Sportinformationsdienstes, Wolfgang Thiel, hat einen Kommentar unter der Überschrift geschrieben, der müde Krieger von Belgrad. Mit dem Nachteil, dass dieser Kommentar Helmut Schön sehr, sehr an die Nieren gegangen ist. Also das hat ein halbes Jahr gedauert, ehe die beiden überhaupt wieder miteinander sprechen konnten. Die WM-Titelverteidigung wird zum Albtraum. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1978 ist alles andere als eine fröhlich verspielte Veranstaltung. In Argentinien herrscht eine Militärdiktatur. Soldaten und Repressalien bestimmen das Straßenbild und auch die Stadien. Ein Umfeld, das unbeschwerten Fußball im Sinne Schöns unmöglich macht. Im Turnier war er nicht mehr der Bundestrainer, wie er noch 74 war, aber wie er 70 war. Es war für ihn klar, nach dieser WM ist Schluss. Dazu kam noch das Politische, dass in Deutschland eine Stimmungsmache war gegen Argentinien und auch deshalb auch gegen unsere Mannschaft. Und wir müssen ja da antreten, wo die FIFA das bestimmt. Wir haben überhaupt keine Schuld gehabt. Der DFB kann ja nicht sagen als Weltmeister, wir treten da nicht an. Auch das Nationalmannschaftsquartier trägt nicht zum Stimmungswechsel bei. Eine Männergesellschaft von Spielern und Journalisten, wochenlang einkaserniert und abgeschirmt in den Weiten der argentinischen Pampa. Die immer gleichen Themen, die immer gleichen Gesichter. Ermüdend. Ein Film hieß Der Clou. Der ist ungefähr 25 Mal gelaufen. Daraufhin hat Bernhard Dietz aus Duisburg gesagt, diesem Film müsste man die silberne Ehrennadel des DFB verleihen, weil die gab es für 25 Länderspiele. Der wahre Clou der WM 78 aber ist keine Filmkomödie, sondern harte Realität und trifft den deutschen Fußball bis ins Mark. Der damalige Fußballzwerg Österreich schmeißt den Titelverteidiger Deutschland mit einem 3:2-Sieg aus dem Turnier. Damit recht gehören wir nicht mehr zu den besten Mannschaften der Welt. Und es ist nur schade, dass wir heute so uns einen schlechten Abgang verschafft haben. Wir haben enorm an Prestige verloren. Am Ende von 14 Jahren Bundestrainerkarriere Schöns steht nun die Schmach von Córdoba. Alle hätten ihm da einen besseren Abschied gewünscht. Ich hätte mir natürlich einen
anderen Abschluss meiner Tätigkeit gewünscht als eine Niederlage. Aber das ist nun mal im Sport so, damit muss man rechnen. Und deswegen geht auch die Welt nicht unter. Der Deutsche Boulevard sieht das anders. Bei der Rückkehr erwarten Schön nicht mehr die Massen, sondern unter Polizeischutz nur der engste Familienkreis. Beim Spießrutenlauf durch die deutsche Medienlandschaft bleibt er ganz allein. Es ist nun mal so, dass der verantwortliche Mann auch wirklich die Verantwortung trägt. Und ich will jetzt auf niemanden eine Schuld abschieben, weder auf die Spieler noch auf sonst jemanden, sondern ich habe die Verantwortung für die Mannschaft gehabt und dann soll man mich ruhig zum Buhmann machen. Erst ein eigens komponierter Song von Udo Jürgens für den Musikliebhaber Schön rehabilitiert den Welt- und Europameister. Die Mütze ins Gesicht gedrückt, die Miene unbewegt, würdevoll und doch gebückt, scheinbar ruhig und doch erregt. Ich bin nicht so schnell ans Wasser gebaut, aber da kamen schon ein bisschen die Tränen. So hat man dich am Spielfeldrand wohl 100-mal gesehen. Jetzt siehst du einen anderen an deiner Stelle stehen. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Übrigens ein tolles Lied. Die lange Zeit des Langen, sie ist aus. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Das Lied schallt auch heute noch durch ein Stadion aus der Landesliga. Alle 14 Tage beim Dresdner Sportclub, Schöns Heimatverein. Hier sind die Spuren von Helmut Schön lebendiger als überall sonst. Der DSC hat ja einen sehr, sehr schnellen sportlichen Niedergang erlebt, leider. Und viele ehrenamtliche Fans haben dann die Stadionbetreibung sozusagen übernommen. Und dann war das selbstverständlich, dass man auch natürlich den DSC-Song spielt und Helmut Schön natürlich auch mit in den Vordergrund rückt. Auf Initiative des Clubs wird es jetzt im Jubiläumsjahr zu Schöns Ehren eine Sonderbriefmarke geben. Der Dresdner SC und seine Heimat bleiben zeitlebens für ihn eine Herzenssache. Da bin ich in Sofia gewesen und am nächsten Morgen am Flughafen treffe ich Helmut Schön. Und dann sagt er, ich habe Sie gestern schon im Stadion gesehen. Und auf einmal sagt er, da hinten, da gibt's Radeberger Bier. Das ist mein Bier. Herr Sturm, ich lade Sie zum Bier ein. Ja, und da sind wir dahin und wollte er bezahlen und konnte aber nicht bezahlen. Er hatte kein bulgarisches Geld mehr. Und dann habe ich ihm das Bier ausgegeben. Ne? Das war die Verbundenheit eben halt auch zu Dresden dann. Die letzten Karteieinträge 1984 und 87. Eines der letzten Fotos. Schön macht sich rar. Will mit dem sogenannten bezahlten Fußball nichts mehr zu tun haben. Auch weil er weiß, dass in ihm eine Krankheit schlummert. Die des Vergessens. Alzheimer. Sein Team, seine Weltmeister von 74, machen sich ein letztes Mal geschlossen zu ihm auf. 1990. Ja, da war ein bisschen schon daneben. Ist ja so. Da hat er Franz gesucht, aber Franz habe ich noch nicht gesehen. Gesagt. Also hat der Franz immer auf die Schulter getroffen, ja schön, hier bin ich. Hat er gesagt, da bist du ja. Obwohl er vorher schon mit ihm ein paar Worte gesprochen hat. Ja, aber das war ja dann damals also. Schön stirbt am 23. Februar 1996. Bei der Trauerfeier wird auch das Lied vom Mann mit der Mütze gespielt. Es hätte dem Langen gefallen. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Die lange Zeit des Langen, sie ist aus. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Und unsere Achtung nimmt er mit und unseren Applaus.